Herzlich willkommen bei einem ganz anderen Spiel, als ihr bereits kennt von mir. Und zwar handelt es sich diesmal um Minecraft. Allerdings werden wir kein Let's Play machen, so wie von EverQuest 2, sondern werden ein Let's Showner draus machen. Ich werde bauen, wenn ich Lust und Zeit habe. Und anschließend werde ich euch alle Neuerungen zeigen, was denn alles so passiert ist. Ja, großartig zu Minecraft Sachen erklären möchte ich nicht. Da gibt es jede Menge Let's Player, die jede Menge auch erklären. Es gibt Tutorials und. Wir gucken uns ganz einfach die Möglichkeiten an, was man mit Minecraft machen kann, was man alles ja bauen kann und was für Ideen mir so kommen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen, die können sehr, sehr gerne in dieses Let's Show mit einfließen. Wir werden einfach mal gucken, ja, was sich so ergibt. Wir spielen mit der Minecraft 1.3.2, also mit der aktuellsten Version, die jetzt draußen ist. Ich benutze ein Texture Pack von der Honeyball, und zwar das Minecraft Texturenpack. Und zwar nehme ich hier das Remake. Wir können noch gerne mal andere ausprobieren, aber für einen Let's Show würde ich sagen, einigen wir uns auf einen Texturenpack, aus dem einfachen Grund, hat man nicht immer verschiedene Designs, und wenn man etwas designt, sieht es auch plötzlich nicht anders aus. Deshalb werden wir, ich denke mal, standardmäßig das Remake Minecraft Texturenpack von der Honeyball nehmen. Steht hier auch Texosh bei Honeyball LP. Ich werde das Ganze auch in den Kommentaren natürlich verlinken. Und tja, das Misa Texturenpack habe ich auch drauf. Ein sehr schönes Texturenpack an sich, immer sofort aktuell und. Aber ich werde, wie schon gesagt, das Minecraft Texturenpack nehmen. So, einmal auf Fertig. Und zwar spielen wir nicht im Einzelspielermodus, sondern Mehrspieler. Ich habe einen Server erstellt, der läuft lokal auf einem anderen PC. So haben wir auch mal die Möglichkeit, dass jemand anders noch mit drauf kann, der nicht im lokalen Netzwerk ist, denn seit der neuesten Version kann man ja auch im lokalen Netzwerk unter Singleplayer spielen. Ja, aber hier haben wir die Möglichkeit, halt von überall drauf zuzugreifen. So, dann Server beitreten und hinein in die Welt von Minecraft. Das Ganze kann am Anfang noch jede Menge ruckeln, denn der Server benötigt eine Weile, bis alles dementsprechend auch geladen ist. Ja, wir fangen direkt in der Nacht an und in einem Dschungel. Wir haben Start-Items, die hat der Server uns direkt gegeben. Das ist sehr nett, finde ich mal. Tja, Frage ist jetzt, bleiben wir im Dschungel? Bleiben wir nicht im Dschungel? Ich weiß es noch nicht. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Da sehe ich auch direkt schon Kakao. Nehmen wir eine Bohne mal mit. So. Oh, da ist ein Sapling. Ist auch immer gut. Hühner. Was wir hier nicht alles haben. Das ist das Eichenholz. Okay, ich spiele auch mit dem Language Pack Deutsch. Das ist bei Minecraft ja alle schon mit dabei, die Language Packs. Die muss man dementsprechend nur auswählen, wenn man sie haben möchte. Halt je nachdem, welche Sprache. So. Und zwar fangen wir gemeinsam an, damit ihr seht, wo das Ganze startet. Und wie sich auch die einzelnen... Ein Creeper. Eine Burg. Oh nein. Oh mein Gott.
Sollten wir wirklich so ein Schwein haben? Direkt bei einer Burg spawnen? Ist unglaublich. So ein Glück können wir nicht haben. Ach du Scheiße. Nein, nicht explodieren. Na toll. Oh. Ja, reißt er uns hier direkt mal einen Krater rein. Naja, gut, okay, auch nicht so wild. Aber haben wir hier... Wir haben hier nicht direkt... Ach du Scheiße. Nein. Oh, okay. Ich bin alleine schon sprachlos. Wir starten hier ein Let's Show, ja. Und finden hier direkt so ein Dungeon. Also, wie heißen die Dinger hier richtig? Ja, eigentlich ja, so ein Verlies oder sowas. Unglaublich. Also echt, ich bin beeindruckt. Hier in der Nähe sollten wir auf jeden Fall unsere Basis errichten. Wir müssen uns nur ein schnickes Plätzchen suchen. Hallo Hühnchen. Nicht da reinfallen. Oh, 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 oh. Vielleicht da oben auf dem Berg drauf. Mal gucken. Aber das fängt richtig spannend an. Für Entdeckungen, Erkundungen werde ich sehr wahrscheinlich auch Folgen mal aufnehmen. Und werden das gemeinsam machen. Ich werde sie wahrscheinlich vorher erkunden, damit ich weiß, was da auf uns zukommt. Und dann geht es richtig los. Huh? Oh, können ja hier auch... Hallo. Ach so. Okay. Können wir richtig die ganzen Gebäude und so weiter begutachten? Neues Handelssystem gibt's ja auch seit der Minecraft 3.1. Also 1.3.1. Und wir werden mal gucken, was so alles auf uns zukommt. Ich habe noch nicht sehr viel mit der neuen Version gespielt, deshalb auch Neuland für mich. So einige Sachen. Ein Riesendschungel. Unglaublich. Krass einfach. Krass da. Ich bin völlig fertig. Okay. Aber ich möchte nicht gerne in einem Dschungel bauen, weil... Baumhäuser, ja, schön und gut, aber... nicht so für immer. Ein Ozelot. Ozeloten, die sind auch sehr selten. Oh. Hallo, Zombie. Oh, machst dir selbst Aua. Naja. Auf jeden Fall wird's jetzt schon mal Tag, das ist schon mal ganz gut. Und wir werden mal gucken. Ich werde einmal kurz in den Optionen die Musik höher drehen. Autsch. Nicht uns wehtun. Nein, nicht du auch noch. Ups. Ein Riesen-Lag. Schlimm, schlimm. So. Da baut sich die Welt noch auf. Ich werde auch hauptsächlich erstmal wohl nur die Musik von Minecraft auch nehmen. Das reicht ja auch. So. Oh. Verstehe auch nicht immer, warum ich in den Bäumen im Urwald rumspringe. Um anschließend wieder runterzukommen, hat man nämlich immer Probleme. Jumping. Ja, wir suchen uns erstmal ein nettes Fleckchen, wie schon gesagt. Autsch. Und dann werden wir eine Basis errichten und später mal auf Erkundung gehen. Oder wünscht ihr doch von mir ein Let's Play Minecraft?
dann müsst ihr das sagen, dann kann man auch mal gucken, ob man aus einem Let's Show nicht ein Let's Play machen kann. Oder nebenbei eine andere Welt oder sowas. Auf jeden Fall, hier sind schon mal Schafe und wir kommen jetzt auch so langsam aus dem Dschungel, glaube ich, raus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, wo ich hier mit den neuen Map Generator von den neuen Minecraft-Versionen immer versucht habe, das heißt eigentlich nur Karten erstellt habe und geguckt habe, wo ich gelandet bin, bin ich grundsätzlich immer im Urwald oder in einer Schneeregion gelandet, aber nicht hier in so einem ganz normalen Biom. Aber was heißt normal hier, wo ja weder das eine noch das andere ist, oder eine Wüste bin ich auch teilweise gelandet. Okay. Ich würde sagen, hier so und da drüben würde es sich doch eignen, mal ein Quartier aufzuschlagen. So, da müssen wir erstmal ein bisschen Holz sammeln. Tack. Hier können wir auch nochmal etwas Holz zu uns nehmen. Okay. Hier noch. So. Und noch ein bisschen, damit wir uns erstmal ein kleines Häuschen bauen können. Was? Hier ist doch irgendwas ins Wasser gesprungen. Oder warst nur du das? Da, dass du so einen Krach gemacht hast, du kleiner Sapling. Eisen bräuchten wir auch. Also so zwei Stück, um uns eine Schere zu bauen. Da. Jetzt haben wir ein bisschen Holz. Oh, wie schön Schafe. Da vorne habe ich Schweine gesehen. Einfach perfekto, kann ich da nur sagen. Einfach toll hier. Finde ich echt schön. Ach, das ist so ein Riesenbaum. Ich würde sagen, wir bauen hier so irgendwo unser Lager auf. Hier in dem Bereich. Hühnchen sind da, alles ist da. Finde ich einfach toll. So, noch ein bisschen Holz. Kann nie genug Holz haben am Anfang. Hier ein bisschen Birkenholz. Kann man auch nochmal abernten. Für den Fußboden habe ich das immer ganz gerne. Es ist ein bisschen heller. Aber wir brauchen jetzt ja auch Platz, um hier ein Haus hinzustellen. Na, du kleines süßes Schäfchen. Also an dieser Stelle muss ich einfach auch nochmal, wenn man diese Texturen sieht, die liebe Honeyball grüßen und recht herzlichen Dank sagen für so ein geniales Minecraft-Texturenpack. Ich find's einfach mega geil. Zuerst habe ich, wo Minecraft noch in der Beta war, mit dem ganz normalen Texturenpack, mit dem Default-Texturenpack angefangen und habe dann das Mesa-Texturenpack entdeckt. Und nachdem ich dann auf das Minecraft-Texturenpack gestoßen bin, bin ich auch nicht mehr davon weggekommen. Ich habe grundsätzlich so lange alte Versionen oder die Default-Texturen gespielt, bis die neueste Version von dem Minecraft-Texturenpack draußen war, um damit wieder zu spielen. Ich finde, nicht vor der Axt laufen, das tut weh, Schäfchen. Ich fand's einfach immer am schönsten und einfach toll. So fröhlich ist das Ganze. Hüpf. Hüpf. Na, du komm, Apfel. Oh, da ist noch ein Apfel. Genial, dass wir jetzt hier Äpfel finden. Denn wir haben nämlich jede Menge Hunger. Und nur noch zwei Herzchen. Das heißt, wenn wir jetzt in der Nacht gekillt werden, sind wir hier weg von der Spielfläche. Und das möchte ich grundsätzlich jetzt auch eigentlich vermeiden.
Beispiel, fangen wir mit, komm, hier. Nehmen wir direkt mal einen ganzen Stack voll. Tack. Eichen, Eichenholz, Birkenholz, jo. Fangen wir mal mit einem Häuschen an. In welche Richtung bauen wir das Ganze? Ich denke mal in diese Richtung. Fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir uns erstmal ein kleines Häuschen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Gehst du da weg? Komm, Schäfchen, weg da. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was bist denn so hinterher, Schäfchen? Das ist ja... Okay, fünf ist doch ein bisschen wenig. Ja, es würde eigentlich für den Anfang reichen, aber... möchte dann doch schon direkt ein bisschen was Vernünftiges haben. Also grundsätzlich, wenn ich anfange, ich fange immer mit einem zu großen Haus an. Aber was soll's. Ich möchte hier nicht cheaten. Ich mag auch den kreativen Baumodus nicht. Ich erspiele mir immer alles gerne selber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4. Wie viel habe ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Ja. Ich mag gerne auch symmetrische Baugebäude. Das heißt, wir müssen hier in eine... Hat mich einer geschubst? Dann war es ein Leck. Das heißt, wir müssen hier eine ungerade Zahl haben. Somit können wir dann hier ein Einerfenster reinkloppen. Ja, versteht ihr? Eins, zwei. Wie viel? Nein. Schäfchen. Eins, zwei. Na. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10. Eins, zwei. Wie viel habe ich hier? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Das gefällt mir schon mal. Dann brauchen wir noch einmal kurz eine Werkbank. Können wir direkt mal hier hinklatschen und uns eine Tür machen. So. Die Tür kommt nicht so rum, andersrum. Tag, es geht schneller. Ja, ich weiß. Tag. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch viel mehr Holz. Eins, tack. Eins, tack, tack. Tack, tack. Ich mache einfach erstmal ein ganz normales Holzhaus. Wir können später hier noch alles erweitern. Und ich werde auch natürlich noch jede Menge bauen. Das gehört natürlich zu einem Let's Show dazu. Ich stelle mir sowas wie ein Dorf oder noch eine Stadt vor oder beides mit U-Bahn-Anbindung oder speziellen Tunnelanbindungen, irgendwie sowas. Wir werden mal gucken, wie weit wir das alles hinkriegen und auch in welchen Abständen. Denn in ungefähr einem Monat fangen die Vorkurse für mein Studium an und dann hat sich das auch mit dem viel Spielen erledigt. Dann muss ich nämlich sagen, sind andere Sachen auf jeden Fall wichtiger als Let's Plays und Let's Shows aufzunehmen. Wird er schon wieder? Ja, dunkel.
Was ich nochmal eben mache, ist folgendes. Bäumchen abholzen. So, und wir brauchen irgendwo mal kurz ganz schnell Steine her. Da vorne zum Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht erstmal. Hüpf. Oh nein. Guck, guck. Gibt's doch nicht. Dämliche. Kannst du nicht einfach hier so einen Creeper spawnen? Also, ich... Oh. Nein, keine... Aua. Spinne.